Hallo liebe Simulationsfreunde und Freundinnen, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zum zweiten Teil zum Gas Station Simulator, dem Tankstellensimulator von und mit mir Gentleman MG. Ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr auch im zweiten Teil dabei sein möchtet, denn wir hatten in der ersten Episode total viel Spaß und der Ersteindruck war auf jeden Fall ein Daumen nach oben und war super. Deswegen machen wir jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter. Let's go! So ihr Lieben, wir machen genau da weiter, wo wir im ersten Teil aufgehört haben. Wir haben diesen Rotzenjunge weggejagt, der hier irgendwelche Schmierereien an unsere Wände... Ah, fuck school. Okay, you got new emails 3. Also wir haben erstmal 3 neue E-Mails. Wir gucken mal eben da rein, ne, damit wir das... Was ist da? Ach so, wir haben ja auch noch hier... Ach so, das ist der, der den Müll abholt. Alles gut, alles gut. So, wir gucken mal da rein und schauen mal, was haben wir denn hier Tools. Die Farbrolle. Genau, lasst mich raten, wir müssen mit der Farbrolle, weil der Rotzelöffel da ja rumgemalt hat, Trash Cycle. Okay, genau, wir lassen den Müll abholen. Das ist der frische Dennis, der immer versucht, unsere Wände zu beschmieren. Und wir haben jetzt eine Farbrolle, mit denen wir diese Schmierereien wieder überpinseln können. Soweit, so gut. Und dann gucken wir mal, wir schnappen uns die Farbrolle. Once equipped, to tap. So, wir dürfen Shift drücken, um uns die Farbe auszusuchen. Ja, weiß, ne? Machen wir weiß. So, und jetzt müssen wir wohl einfach... Aha, okay, ich verstehe. Das kenne ich aus anderen Spielen. Wir müssen versuchen, diesen Dreieck da im grünen Bereich zu halten. Und, oh, das sieht doch... Ja, guck mal, also das sieht ja schon, ne, viel besser aus. Oh, wir haben... lieber Kunde... Ich muss mal eben, wir haben Kundschaft. Entschuldigen Sie bitte die kurze Verzögerung. Ich werde Sie umgehend betanken und ich hoffe, Sie beehren uns bald wieder, ja? Vielen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute, fahren Sie vorsichtig, ne? Tschüssi. So, hier ist nochmal eine Schmiererei von dem. Rotzejunge. Dennis, wenn ich dich erwische, mein Freund. Ah. So, haben wir auch gemacht und... Darf nicht Shift drücken, dann komm ich schießen. Und hier hat er nochmal irgendwas gekritzelt. Ja, die schönen ordentlich weißen Wände sehen natürlich, also viel besser auf, aus Aufgabe erfüllt. Können wir denn einfach auch, ja, können wir. Wir dürfen tatsächlich, wir können jetzt unsere gesamte Tankstelle, kostet das was, 288,77, zieht man uns dafür Geld ab? Oder nicht? Wenn das nichts kostet, dann streichen wir doch gerne unsere ganze Tankstelle. Ne, guck mal, das kostet tatsächlich nichts. Ja, super, Leute, dann sieht das Ganze doch schon mal viel besser aus, wenn wir hier die Vorderseite mal schön weiß lackieren. Guck mal. Also. Oh, sogar die Pfosten können wir hier streichen. Machen wir fix. Da hupt einer. Oh, wir stehen im Weg. Entschuldigen Sie bitte. Ich will gerade noch ganz kurz, bitte, bitte nicht an den Pfosten fassen. Frisch gestrichen, die Farbe muss erst trocknen. Ja, nicht, dass Sie sich da noch die Kleidung oder die Finger schmutzig machen. Ich betanke Sie selbstverständlich mal eben fix. Ja, also überhaupt kein Thema. Ich bin total froh. Kommen Sie bitte regelmäßig zu uns. Vielen herzlichen Dank, ja. So, ich nehme nochmal die Farbrolle. Ach, guck mal, auch hier können wir tatsächlich die Pfosten... Da oben fehlt noch Farbe, sehe ich gerade. Ja, wie gesagt, das ist die zweite Episode. Die erste Episode haben wir uns ja gemeinsam so die ersten Schritte angeguckt. Mein erster Eindruck war total positiv. Super, es macht mir sehr viel Spaß, ja. Ich hoffe, euch auch. Ja, da oben können wir natürlich auch painten, ne? Wie gesagt, wenn euch diese Art von Content gefällt oder euch überhaupt der Content gefällt, den ich hier für euch produziere, bitte lasst mir ein Like da, auch ein Abo und kommentiert auch mal unter den Videos, um mir Feedback zu geben. Darüber freue ich mich sehr. Das unterstützt mich als kleiner neuer Content Creator und hilft mir sehr und kostet euch tatsächlich einfach nur ein paar Mausklicks, ne? Bitte macht das. Ansonsten, ja, ich bin sehr positiv angetan von diesem Gas Station Simulator oder auf Deutsch Tankstellen Simulator, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ein super witziges Spiel. Ist genau mein Ding. Ich glaube, wir haben schon wieder einen Kunden, oder? Also hier muss man tatsächlich auch die Pfosten mit anmalen.
Jawohl, wir haben schon wieder Kundschaft. Ja, super. Unsere Müllcontainer wurden inzwischen geleert. Hallo, Jungfrau. Mensch, toll, toll sehen Sie aus. Also Ihr T-Shirt. Spitze. Und eine ganz tolle Weihnachtsmütze. Ja, vielen Dank für das Lob. Bitte kommen Sie bald wieder und tanken Sie nur noch bei uns. Ja, nicht mehr bei der Konkurrenz. Würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, wir geben uns auch alle Mühe, Sie mit erstklassigem Service zu bedienen. Gucken Sie mal, wir streichen sogar unsere Tankstelle, damit alles wieder schön aussieht für Sie. Hey Mensch, also das sieht ja optisch, das macht ja auf einmal wieder richtig was her, oder? Guckt mal. Mensch, schick, schick, oder? Guck mal, auch da unten oder so, die Fenster irgendwie. Nee, ne? Hier, können wir weiter streichen? Machen wir doch, ne? Also, wir wollen ja, dass hier unsere Kunden einen guten Eindruck von uns kriegen, ne? Deswegen streichen wir einfach mal hier noch ein bisschen. Wenn ich da drin die Fragezeichen sehe, glaube ich aber auch tatsächlich, wir haben andere Aufgaben zu erledigen. Okay, machen wir das eine Stückchen hier noch und dann gucken wir mal, was das Spiel gerne von uns möchte, womit wir uns anstelle dessen befassen sollen. Und da kommt auch schon der nächste Kunde. Leute, es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Wir haben noch 132 Liter. Ja, heißes Kleidchen haben sie an. Hallo, junge Frau, kommen Sie doch mal rüber. Ich kann Sie ja kaum sehen. Aber ich betanke gerne natürlich mal Ihren Wagen. Auch Sie haben eine ganz tolle Weihnachtsmütze. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns getankt haben. Bitte kommen Sie bald wieder. So, da hinten ist tatsächlich irgendwo was. Was will man denn von uns? Find the right tool to break into the car trunk. Wir sollen das richtige Werkzeug finden, um einen Kofferraum aufzubrechen. Wem soll man denn den Kofferraum aufbrechen? Ach, hier. Achso, ich soll das Ding ausrüsten. Aha. Und hier in den Kofferraum ein... Oh je, da bin ich ja gar nicht gut drin. Was machen wir denn da? Da muss wohl die Position stimmen, oder? Ups, kaputt gemacht. Das war's. Hand hier oben. Ah, okay, wir mussten das probieren, um festzustellen, dass sich dieser Kofferraum nicht aufbrechen lässt. Alles gut, hier zeigt er uns jetzt was. Decorations, was? Hang the Dustbowl. Ah, wir haben ein Bild geschenkt bekommen, das haben wir im Inventar. Das sollen wir in unserer Tankstelle aufhängen. Kundschaft haben wir keine. Na, dann machen wir das doch und hängen mal das schicke Bild hier hin. Aufgabe erfüllt. Und da kommt auch schon der nächste Kunde. Hallo. Guten Tag. Ja, ich bin total froh, dass die Polizei auch bei uns tankt. Ja, schicke Uniform, schicke Sonnenbrille. Wait for the customer's order. Ja, was wollen Sie denn? Soll ich mal ordentlich reinlaufen lassen? Mach ich. Vielen Dank, dass Sie uns beschützen, ne, und hier die bösen Buben von uns fernhalten. Also, Sie machen gute Arbeit. Machen Sie weiter so. Ja, Dankeschön. Tschüss. Ich habe auch gesehen, wir haben schon fast 1000 Dollar. Und ich habe auch gesehen, der Füllstand, also man kann hier drauf drücken, weil da passt das automatisch an auf das Maximum, was reinpasst. Wir haben eine neue E-Mail. Gucken wir mal. Achso, über Lockpicking, ne? Also wir haben ja festgestellt, dass wir da nicht aufbrechen können. Features. Alkohol, mach mir eine Hol. Alkohol. Aha, wir können hier wohl Regale kaufen. Soft Drink. Wir haben 700. Na, dann kaufen wir doch direkt einen großen. Also nicht einen kleinen. Sondern einen großen. Ne? Das macht dünn gedüngt. Das war, glaube ich, richtig. Ach, buy two shelves. Okay. Nehmen wir noch einen für Softdrink und einen für Snacks. Haben wir noch? Auch da kaufen wir einfach mal einen großen. Aufgabe erfüllt. Super. Wir sollen die zwei Regale in unserer Tankstelle aufstellen. Ich guck mal eben. Sind Sie schon wieder da? Ich habe doch eben vor... Ach nee, Sie sind's. Ah, ja, ihr stellen Sie sich mal vor 10 Minuten war Ihr Kollege hier und hat schon getankt. Finde ich total super, dass die Polizei jetzt nur noch bei mir tankt. Ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich vertraue euch ja auch. Ihr macht einen super Job. Na, Dankeschön. Alles klar. Sichere Fahrt, ne? Halten Sie die Straßen sauber. Danke, danke. So, da kommt auch schon unsere Spritlieferung. Ach, guck mal, auch das ist Müll. Ja, können wir ja nebenbei mal hier reinfeuern, ne? Weil, wie gesagt, boah, hier müssen wir ja ganz schön ordentlich noch
Ja, Entschuldigung, ich wollte dir nicht im Weg rumstehen, lieber Kollege. Du bist natürlich ganz wichtig für uns, ne? Weil wir brauchen ja deine Spritlieferung. Ist das alles Müll, was wir wegräumen können hier? Boah. Okay, ja, dann schließ mal an, dann lass mal ordentlich reinlaufen. Alles klar, ich drehe mal auf. Danke für die schnelle Lieferung. Macht einen guten Service. Press Tab to open Tools. Was haben wir denn hier? Ach so, die Regale. Ja klar, ich habe ja jetzt die Regale einstecken. Ich bin ganz schön stark, oder? Ich kann zwei Regale hier rumtragen. Ich wollte eigentlich sagen, ja gerne, aber darf ich die Wand da, wo ich das Regal hinstelle, erstmal streichen? Tatsächlich, wir können hier auch im Innenbereich. Oh ja, guck mal. Also, na, aber hallo, das machen wir auf jeden Fall, ne? Bevor ich hier ein Regal an die Wand stelle, möchte ich da bitte erstmal ein bisschen Farbe auftragen. Ups, ich hoffe, wir streichen jetzt nicht über das Bild drüber, aber das. Nee, nee, nee. Super. Oh, wir haben schon wieder Kundschaft. Aber selbstverständlich, ich eile herbei. Schicke Mütze, junger Mann. Toller Wagen. Ich lasse gerne mal ordentlich reinlaufen, ja. Sichere Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie bitte wieder. Dankeschön. Tschüss. So, auch hier müssen wir einfach im grünen Bereich bleiben. Also sehr intuitiv alles, ne? Super einfach zu verstehen, zu begreifen, ne? Man muss für dieses Spiel tatsächlich nicht studieren. Es macht mir nach wie vor auch hier in der zweiten Episode super Spaß. Ich hoffe euch auch. Wie gesagt, bitte liken, abonnieren, kommentieren, ja. Umso mehr kann ich euch gerne weiter mit diesem Content versorgen, ja. Freut mich ja, wenn ihr Spaß daran habt, ne? Ich nämlich auch. Ich schau mal kurz in die Kaffeetasse, wie spät das ist. Oh. Super, super, super. Mensch, guck mal, hier kann man also alles schön streichen, dann sieht das wieder viel besser aus. Das ist schön. Color Picking brauchen wir nicht. Wir bleiben einfach bei Weiß. Weiß wirkt einfach sauber. So, aber nicht vergessen, der ursprüngliche Task war, die ursprüngliche Aufgabe war ja, wir sollen die beiden Regale, die wir gekauft haben, hier aufstellen. Ich glaube, jetzt habe ich auch schon wieder was Schmutzeli gemacht hier, ne? Kann das sein? Jawohl, haben wir. Oh, oh. Eieiei. Ja, warten Sie kurz da draußen. Ich komme direkt zu Ihnen. Natürlich, ich eile. So. Hallo, schöne Frau. Mensch, Sie haben ja eine tolle Frisur. Soll ich mal ordentlich reinlaufen lassen? Mache ich. Bitte schön, fahren Sie vorsichtig. Da treiben sich böse Buben rum auf der Straße. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Ja, dann nehmen wir doch mal so ein Regal. Jawohl, guck mal. Ja, schick, schick. Schicki, schicki. Hier die andere Wand würde ich dann gerne auch noch streichen, bevor ich da irgendwas dran stelle. Sieht ja. Wie sieht das aus, oder? Machen wir erstmal schön weiß alles. Und dann stellen wir noch das zweite Regal auf, um auch diese Aufgabe abzuschließen. Na, auch, dass man hier immer Aufgaben zu erledigen hat und so. Sowas finde ich ja total super. Also man spielt nicht einfach so planlos vor sich hin, sondern man wird durch diese Aufgaben ja praktisch auch durch das Spiel geführt. Was ist denn eigentlich mit dieser Ecke? Warum kann ich die denn nicht aufmachen? Oder müssen wir da erst ein bisschen weiterkommen im Spiel wahrscheinlich, ne? So, zumindest können wir da aber, so wie das aussieht, Farbe auf die Wand aufbringen. Wir haben ja auch außen noch nicht komplett fertig gestrichen, ne? Also Mensch, wir haben hier wirklich ordentlich zu tun, ihr Lieben. So, guck mal, wie es hier aussieht. Oh, meine Güte, da Steine und alles und Lego Mio. Können wir da? Jawohl, wir können die Ecke auch hier schön streichen. Super, super, super. Gefällt mir sehr gut. Macht mir Spaß. So, Leute, dann haben wir fertig gestrichen. Haben wir denn schon wieder. Wir haben schon wieder Kundschaft, Leute. Ja, junge Frau, also ich finde das schön, dass gerade die Damen alle das Vertrauen in uns legen und uns hier alle bei uns tanken, nicht mehr bei den anderen Konkurrenten. Haben Sie auch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, junge Frau. Schönes T-Shirt, tolle Hose haben Sie da an und eine wundervolle Mütze. Ja, so. Ich werde mal eben mein zweites Regal hier platzieren, wie von mir gewünscht. Ah, so können wir das drehen, weil das stand ja ein bisschen schräg, ne? Ein bisschen doof. So. Hey, dann stellen wir das ja fast vor die Tür. Das ist ja auch ein bisschen doof. Packen wir mal dahin. Passt das? Jawohl. Und Aufgabe erfüllt. Super, super, super.
Genau, hier waren wir noch nicht ganz fertig. Da hat er doch auch schon wieder was hingekritzelt, der Rotzejunge. Wenn ich dich erwische, mein Freund, komm du mir mal in die Finger. Ach so, also wenn wir in den roten Bereich kommen, dann spritzen wir Farbe. Und wenn wir Farbe spritzen, dann machen wir Bäpfui. Da machen wir den Boden schmutzig. Und das können wir doch bestimmt. Also ich tippe jetzt mal auf den Besen. Ja, so ist es auch. Mit Hilfe des Besens können wir natürlich. Oh, da ist auch schon wieder der Kundschaft. Hallo, junge Frau. Ja, die ganze, also nur noch weibliche Kundschaft. Mensch, haben Sie ein super hübsches Kleidchen an. Also, ich muss Ihnen ja mal ein Kompliment machen. Und Ihre Frisur und alles passt genau dazu. Haben Sie einen wundervollen Tag. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Auch hier haben wir noch einen Teil vergessen. Ja, ich möchte jetzt gerade noch so die letzten Abschnitte gerne streichen, damit unsere gesamte Tankstelle richtig schön ordentlich aussieht. Das wirkt ja auch viel freundlicher und anziehender und vertrauensvoller für die Kunden. Da ist doch der Typ schon wieder. Übrigens, ich warte immer noch darauf. Bitte, wenn irgendeiner weiß, was es mit dem auf sich hat, muss ich irgendwas machen oder so, lasst mich bitte mal wissen, gerne in den Kommentaren oder so. Ich habe keine Ahnung, was dieser Typ soll. Den hatten wir ja auch in der ersten Episode schon. Ich kann den wieder anklicken, noch sonst irgendwas. Wenn irgendjemand weiß, was es mit dem auf sich hat und was ich mit dem machen muss oder soll oder kann, lasst mich bitte einfach mal wissen. Ja, würde ich mich sehr darüber freuen. So, wir streichen mal die Wand hier noch zu Ende. Da kann ich sehen, wir haben noch keine Kundschaft da vorne. Das ist sehr schön. Können wir kurz weiter streichen? Ja, die Farbkleckse auf dem Boden machen wir natürlich danach alle wieder weg. Ist ganz klar. Ich schaue nur mal kurz die Kaffeetasse. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Immer noch. Haben wir Kundschaft? Jawohl, wir haben Kundschaft. Wir müssen mal kurz nach vorne eilen. Bitte da bleiben. Junge Frau, junger Mann, was sind Sie denn? Ja, schick, 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 junger Mann. Mensch, ja, also alle haben eine tolle Mütze an. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, das ist jetzt, weil ja, November. Ist wahrscheinlich im Spiel einfach so, weil es vor Weihnachten ist, ne? Also gehe ich jetzt einfach mal von aus, ne? So, wo waren wir denn hier am Streichen? Wir sind ja schon richtig weit. Wir haben es ja schon fast abgeschlossen. Haben wir es schon abgeschlossen? Nein, hier. Hier fehlt auch noch der Pfosten. Genau, hier ist noch keine Farbe drauf. Und dann müssen wir auch die Farbkleckse wieder beseitigen, die wir auf dem Boden hinterlassen haben. Hier haben wir noch irgendwo Farbkleckse, ne? Jawohl, da. Wer lacht denn hier? Hat das gehört? Ist das der? Was ist das denn? Ja, guck mal, hier fliegt Sender vorbei auf seinem Schlitten. Ja, ist das geil, Leute. Ja, super witzig, oder? Also mal im Ernst. Also ich finde das Spiel toll. Ne? Die Gags, die eingebaut haben und so. So, was haben wir denn hier? Features? Parking Lot? Ah, da. Oh, wir kriegen was Neues. Ja, super, Leute, was ist das denn? Parking Lot, einen Parkplatz. The only serviceable parking lot for the time being. It's free. Your uncle paid for it in full. You will need to clean. Okay, wir kriegen einen Parkplatz. Ah, okay. Das heißt, wir haben wohl die Möglichkeit, jetzt einen Parkplatz zu erhalten. Den sollen wir aber erstmal vom Sand befreien. Da kommt auch schon wieder ein Kunde. Wir wissen ja schon vom Anfang, wir müssen mit diesem kleinen Bagger da, können wir Sand wegschaufeln. Ne? So, jetzt bedienen wir aber erstmal den Polizisten hier. So, hallo, Officer. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns tanken. Ne? Freut mich sehr. Jawohl. Ordern Sie mal. Wir werden übrigens zukünftig auch Parkplätze haben, ne? Also bleiben Sie gesund und kommen Sie bald wieder, ja? So, ich schüssel mal eben darüber. Ach, dann sind das wohl alles Parkplätze, die wir so nach und nach wahrscheinlich kaufen können oder freischalten oder wie auch immer.
So, jetzt wissen wir ja schon, wir fahren da rein. Dann müssen wir hier irgendwie, Moment. Genau so, so war das. So, dann müssen wir hier zurück und der Sand ist hier abzulegen von uns. Ne? Auch das wissen wir noch von der ersten Episode. Da hat man uns das ja gezeigt. So, und wir laden ab. Und wir müssen dann leider auch schon wieder unterbrechen. Ach, der ist auch schon frei. Okay, also das heißt, so ein Sandhaufen ist tatsächlich immer nur eine Schaufel voll. Wir haben nämlich auch schon wieder Kundschaft. Ja, hallo, schönes Mützchen haben sie auf. Also es steht ihnen so gut. Ich kann ihnen das kaum mit Worten beschreiben. So. Vielen Dank. Da Sie uns beehrt haben, kommen Sie bitte bald wieder. Ich habe gerade gesehen, wir haben gar nicht mehr viel Sprit. Wir müssen mal eben, wir machen hier direkt wieder das so. Das heißt, wir kriegen 115 Liter und bestellen das mal eben. So, jetzt haben wir ja den Parkplatz freigeräumt. Also hier hat man wirklich ordentlich, man kriegt ordentlich zu tun. Aber das heißt, wir dürfen jetzt wahrscheinlich. Wir haben einen Parkplatz, Leute. Ja, Aufgabe erfüllt. Ja. So, und nun? Ja, nun haben wir einen Parkplatz. Ja, da zeigt man uns irgendwas an. Was ist das denn? Ah, wir sollen wieder ins Telefon gehen. Hello. Hallo? Ach, der I see your Onkel. business is doing well. Ja, das I'm Geschäft calling to läuft gut. congratulate you on Er successfully getting gratuliert it off uns, the dass unser ground. Geschäft so gut läuft. But you can't run a business on fuel alone. Ja, er erklärt I've uns had a halt, wir few of können my nicht people nur deliver Sprit some verkaufen, das extra reicht nicht. stock for those empty Ah ja, jetzt shelves. geht es wohl um die Befüllung von den beiden Time to Regalen, talk die wir ja money. schon haben, ne? You now owe me. Well, Alles I'll klar. send you the invoice via Okay. email. Das heißt, wir sollen zukünftig auch wohl Waren verkaufen, deswegen auch die beiden Regale, die wir bekommen haben. Ja, vielen Dank. Natürlich tanke ich Ihren Wagen gerne für Sie. Überhaupt kein Problem. That's what I asked Bitte for. kommen Sie bald wieder. Jetzt gucken wir mal. Ach, guck mal. Jetzt haben wir ja schon Waren hier drin. Ja, cool. Eieiei. Schick, schick. Sehr, sehr schön, Leute. Gefällt mir super. Gefällt mir richtig gut. Oh, oh. Wer hat mir denn hier die Matratze vor die Hütte geschmissen? Das geht ja so nicht. Nee, Leute, ne? Ja, alles klar. Ich bin schon da. Bis. Die Zeit, die du brauchst, hier anzustöpseln, da habe ich schon wieder fünf Sachen in den Container gefeuert, ja. Ich bin halt ein fleißiger Mensch, ne? Wir müssen ja ganz, ganz viel Müll hier entsorgen. So, schließ mal deinen Schlauch an. Alles klar, ich drehe mal hier schön auf. Und auf geht das. So, das Ding feuern wir mal in den Container. Habe ich das jetzt vorbeigeschmissen? Ne, ist drin. Rein, was haben wir denn hier noch alles? Ja, meine Güte, die haben, also in der Vergangenheit wurde das wohl irgendwie als Müllabladeplatz oder so benutzt. Ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nicht anders erklären. Guckt euch das mal an, das ist ja nicht normal, oder? Gut. Eisko? Was? Eisko? Bei was? Für was? Durch was? Ich muss auch schon wieder gucken. Was ist denn das hier? Oh! Ja? Oh, ah, da will jetzt einer wohl was kaufen. Oh, mein Gott. Benutze Left Shift to move the belt and hold Left Mouse Button to move products. Move products over the scanner and put them. Ah, okay. Ja, Leute, alles klar. Guckt mal. Also, wir haben jetzt ein Band. Das heißt, wir müssen die wohl einzeln hier scannen und dann in den Warenkorb legen, ne? Ah, ja, guck mal, klasse. Ja, vielen Dank. Bitte kommen Sie bald wieder und kaufen Sie. Ja, hallo, junge Frau. Ja, aber gerne. Was kann ich für Sie tun? Ja, also wir haben.
1A-Produkte, ne? Beste Qualität zu günstigem Preis. Deswegen bitte kommen Sie unbedingt bald wieder. Und wir haben ein Achievement freigeschaltet. Super, hier wird auch schon wieder unsere Aufmerksamkeit verlangt. Aber ich würde sagen, der Laden brummt, oder Leute? Also wie gesagt, lasst mir bitte ein Like da, wenn noch nicht geschehen. Holla, die Waldfee, hier ist ja richtig was los, Leute. Ja, meine Güte. Pay the loan using PC. 0 von 5000. Ja. So, der hat 4 Produkte. Das seht ihr unten. Produkte left, ne? Das heißt also, man kriegt auch angezeigt, wie viele Produkte man scannen muss. Alles klar. Ja, gerne. Mach's gut, ne? Tschüssi. Tschüsschen mit Küsschen. Bei was war ich denn? Achso, ich war dabei, hier ein bisschen Müll in den Container zu feuern. Das ist wohl kein Müll. Das ist Müll. Ja, ich kann das halt auch einfach tatsächlich nicht leiden, wenn hier alles schmutzig ist, ne? Finde ich nicht schön. So. Hat mich tatsächlich gestört, ja. So, jetzt gehen wir wieder rein. Ah, wir sind ja hier richtig, also hier sind wir ja am Rotieren. So, pay the loan using PC. Also wir sollen hier bezahlen. Loan. Pay. Ja, okay. Oh, jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Kundschaft, wir brauchen Geld, wir sind pleite. Ja, bitte tanken und kaufen Sie unbedingt bei uns. Vielen herzlichen Dank. Hallo, Herr Officer. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Okay, also ich sehe, wir müssen ja auch immer wieder Müll sammeln, ne? Weil die machen ja die Müllcontainer voll. Aber sehr gerne helfe ich Ihnen. 9 Produkte möchten Sie kaufen. Das freut mich sehr, dass Sie Ihren gesamten Wocheneinkauf hier bei uns erledigen. Das freut mich sehr. Das spült Geld in die Kasse, ne? Und das brauchen wir ganz dringend. Ich habe das Gefühl, ich weiß es zwar noch nicht, ich habe auch noch nicht gelesen, ob da irgendwo was steht. Wir müssen doch bestimmt auch Waren nachbestellen, oder? Weil die Regale werden ja leer, wie ich gesehen habe. Achievement unlocked. Ja, super. Läuft, Leute. Läuft. Spiel ist super. Macht mir echt nach wie vor total Spaß. Bin ich ganz ehrlich, ja. So, immer her mit den Sachen. Achso, ich kann das auch einfach weiterlaufen lassen und scannen. Thanks. Super. Aber gerne. Kommen Sie bald wieder. Und da ist schon der nächste Kunde. Ja, meine Güte. Tatsächlich, die kaufen die Regale leer, Leute. Ich sag's euch. Ihr sagt mal, hier stehen doch Mülleimer. Müsst ihr denn euren Müll auf den Boden werfen? Seid ihr zu heiß gebadet oder was? Also, so geht's ja nun nicht, ne? Ah, hallo, junge Frau. Ja, aber selbstverständlich betanke ich Ihren Wagen. Warten Sie bitte ganz kurz. Haben Sie eine sichere Fahrt? Bitte kommen Sie wieder. Und wir haben ein neues Achievement geschafft. Leute, läuft, ha? Unser Laden brummt, was soll ich sagen. Da vorne ist schon wieder irgendwas. Was ist das denn? Oh, wir kriegen schon wieder einen Anruf. Onkel. Was? Oh, oh. Ich hab Mist gemacht. Bitte. Au. Uno. Und jetzt haben wir ein Problem, oder wie? Jetzt hat er uns... Was nun? Oh oh. Sind wir jetzt gescheitert? Ist vorbei, oder was? Oder wie? Hilfe! Hau einen Schluck Kaffee, Leute. Ja, ich habe gerade keine Ahnung. Also ich habe nur gesehen, wir haben eine aufs Fressbrett gekriegt, ja. Er hat freundlich nach seinem Geld gefragt.
Wir liegen wohl anscheinend noch auf dem Boden. Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Oh oh. Ich weiß nicht, sind wir jetzt gescheitert oder haben wir was falsch gemacht? Achievement unlocked, der Onkel. Oh, wir haben zumindest, wir haben es überlebt. Ja, ich gehe dann, glaube ich, mal ans Telefon, Leute. Hey, hallo, Onkel. Back on your feet. I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. Ja. It was a mistake, a serious one. Ja. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution. Okay. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. Oh. It's plain bad business. Ja, also er erklärt mir gerade, das war wohl ein Versehen, hätte so nicht passieren sollen. Ne? Also eigentlich hätte ich viel mehr Zeit haben sollen, den Kredit zurückzuzahlen. Ja, vielen Dank. Meine Zähne haben es gemerkt. Ne? Ich habe mal richtig eine aufs Fressbrett bekommen. Ganz herzlichen Dank. Jedenfalls sind wir jetzt wohl wieder weiter im Geschäft. Ne? Wir dürfen weitermachen. Wir haben das Ganze auch überlebt und man gibt uns jetzt wohl auch entsprechend Zeit. So, wir gucken mal nach unserer neuen E-Mail. Wir haben drei. Hello, nephew. I'm writing so this so we can finally get even the matter at hand. Ja, okay. Also... man hat mir jetzt wohl finanziell wieder ein bisschen in die Arme gegriffen, ne? Damit ich da die Möglichkeit habe, weiterzumachen. So, complete all challenges to be able to upgrade the gas station. Hint, upgrading the gas station is done from the station. Landmark decoration spot. Ah, ich soll irgendwie was kaufen. Ah, guck mal hier, da müssen wir hin. So, Honeybee. Wir sollen was kaufen. Haben wir gemacht? Aufgabe erfüllt. Ach, guck mal, ja, ich muss das alles kaufen. Ah, ich verstehe. Deswegen haben wir auch wieder Geld gekriegt. Okay, haben wir gemacht. Wir haben alle gekauft. Ja? Sind wir jetzt damit... Hallo, junge Frau. Schön, dass Sie bei uns tanken. Darf ich Ihren Wagen auffüllen? Ja? Sehr gerne. Aber klar, warten Sie bitte einen ganz kleinen Moment. Ich mache das umgehend. Möchten Sie vielleicht drin noch etwas kaufen? Etwas zu essen, zu trinken, einen Snack, Schokoriegel? Ne? Da wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Ne? Tschüssi. Die läuft einfach mal vorbei. Oh, da ist auch schon wieder Kundschaft. Ja, also Kohle brauchen wir dringend, wie wir sehen. Ne? Wir haben hier Kredite, die wir tilgen müssen. Die Kredithaie sitzen uns im Nacken. Ja. So ist das. Haben Sie noch einen schönen Tag. Bitte kommen Sie bald wieder, ja? So, ihr Lieben, wir sind auch schon wieder bei 33 Minuten. Mir hat dieser zweite Part... vom Gas Station Simulator, des Tankstellen Simulators, mindestens genauso viel Spaß gemacht wie der erste. Von meiner Seite aus kann es auf jeden Fall noch ein paar Episoden weitergehen. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, ihr Spaß daran habt und möchtet, dass weitere Episoden folgen, lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Like, abonniert meinen Kanal und kommentiert auch gerne unter dem Video. Ansonsten danke, dass ihr mich begleitet habt, auch in dieser Episode. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch in der dritten Episode, denn ich möchte auf jeden Fall gerne noch weitermachen, wenn ihr Lust darauf habt, wenn ihr auch in der dritten Episode wieder einschaltet und mich begleitet auf unseren Abenteuer, die uns hier erwarten. Ja, im Gas Station Simulator. Bis dahin, ciao, ciao.